Dieses Video wird präsentiert von Music Sculptor, Music for Storytellers. Heute habt ihr euer Glück selbst in der Hand. Denn heute machen wir das hier. Glückskekse wie im China-Restaurant. Heute bei Ningkoch zu sauer? Nicht. Glückskekse kennt ihr bestimmt aus dem China-Restaurant. Heute backen wir sie selbst. Und dazu brauchen wir kein Glück, sondern folgende Zutaten. Eiweiß von 2 Eiern, 100 Gramm Zucker, ca. 60 Gramm Mehl, 3 bis 4 Teelöffel Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl, eine Prise Salz, 5 Gramm Vanillearoma, ca. 2 bis 3 Esslöffel Wasser. Zuerst Eiweiß mit Vanillearoma und Öl vermischen. Dazu Zucker und Salz. Weitermischen. Dann Mehl dazu. Dann Wasser. Durchmischen, bis die Teigmasse so aussieht. Sie ist jetzt ein bisschen dickflüssig. Wenn der Teig zu dick oder zu dünn ist, müssen wir noch ein bisschen Mehl oder Wasser dazu geben. Da muss man etwas experimentieren. Jetzt den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Mein Tipp: Wichtig ist gleich, dass das Backpapier ganz glatt ist. Darum kleben wir das Papier mit ein bisschen Teig auf dem Backblech fest. Jetzt knapp einen Esslöffel Teig auf das Backpapier geben. Und mit einem sauberen Esslöffel verteilen. Ca. 8 cm im Durchmesser. Mein Vorschlag: Nur 2 bis 3 Kekse auf einmal backen. Denn wenn wir den Keks noch weiter verarbeiten, muss er noch ein bisschen heiß sein. Dann in den Ofen. Ca. 7 Minuten backen, bis der Rand anfängt braun zu werden. Jetzt haben wir die Zeit für unser individuelles Schicksal. Und gleich geht's weiter. Glückskekse sind eine Erfolgsgeschichte aus China. 3 Milliarden Stück sollen davon jedes Jahr weltweit produziert werden. Die Sache hat nur einen Haken. Sie kommen gar nicht aus China. Ihren Ursprung haben Glückskekse vermutlich in der Stadt Kyoto in Japan. Im 19. Jahrhundert soll es dort ein Gebäck gegeben haben, das dem heutigen Glückskeks recht ähnlich war. Allerdings war es herzhaft mit Sesam und Miso. Was wir heute als Glückskekse kennen, das stammte aus Amerika. Dort sollen japanische Einwanderer den Keks erfunden haben. Offiziell war es Makoto Hagiwara in San Francisco. Im Teegarten im Golden Gate Park soll er Anfang des 20. Jahrhunderts solche Kekse zum Tee serviert haben. Und warum gelten Glückskekse denn als typisch chinesisch? Eine Theorie hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Präsident Roosevelt ließ nach dem Angriff auf Pearl Harbor viele japanische stämmige Amerikaner verhaften und in Gefängniskamps bringen. Auch Betreiber von japanischen Bäckereien, die vorher Glückskekse produziert haben. Dann haben die chinesischstämmigen Amerikaner die Produktion übernommen. Dann auch mit Glückskeksmaschinen, erfunden in den 1960er Jahren in San Francisco. Damit wurde die Produktion massiv günstiger und Glückskekse ein Massenartikel. Wundert euch also nicht, wenn ihr mal nach China reist und es im Restaurant keine Glückskekse gibt. Denn die gibt es nur im Westen. Und trotzdem natürlich eine hübsche Idee.
So, weiter geht's. Ich habe die Kekse aus dem Ofen geholt. Dann nochmal umdrehen. Unsere Glücksbotschaft in die Mitte legen. Einmal in der Mitte falten. Rechts und links zusammendrücken. Vorsicht, der Teig ist gerade sehr heiß, aber Zähne zusammenbeißen, das bringt Glück. Auf dem Rand eines Glases nach unten falten. Und in einer Form auskühlen lassen. Zum Beispiel in einer Espresso-Tasse oder in einer Cupcake-Form. Fertig! Euer ganz individueller Glückskekse. Zum Beispiel, wenn ihr Freunde zum Essen anladet. Gefällt euch das Video? Dann klickt bitte Like oder abonniert unseren Kanal. Viel Glück und tschüss! Was? Dein Video wird 5 Millionen Mal geguckt? Boah, cool, sehr cool. Aber natürlich vielen Dank für eure Unterstützung. Tschüss!